Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe Angst vor einer Frau. Und folglich möchte ich mit Leuten reden, mit Männern, mit Frauen, die sagen, ich habe Angst vor einer Frau. Oder ich hatte mal Angst vor einer Frau. Also, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Geschichten erzählen wollt, die ihr erlebt habt oder vielleicht noch erlebt im Moment, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer oder erste Anruferin, bei dem Namen weiß man das nicht so genau, bei der Abkürzung Chris, 25 Jahre alt, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen, ich grüße dich. Ich grüße dich, jetzt bin ich ganz ein bisschen unsicher. Ein Mann. Ein Mann. Ein Mann. Du sagst es. Chris. Du hast Angst vor einer Frau. Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Hey, das ist ja nett von dir. Ja, heute war der große Tag. Ja. Und ich habe vorhin so ein bisschen überlegt, soll ich das Bundesverdienstkreuz hier zeigen? Und das ist mir eigentlich ein bisschen peinlich, das so raushängen zu lassen. Aber ich habe es mitgebracht. Und da du jetzt die Gratulation aussprichst, will ich es mal in die Kamera zeigen. Das war schon ein toller Tag und eine tolle Ehre für mich und für mein Team. Ich zeig's mal. Das haben die Radiohörer nicht so sehr viel davon, aber im Fernsehen kann man es, glaube ich, ganz schön sehen. Ja, sieht man gut. Ja. Respekt dafür, super. Ich bedanke mich bei euch allen, die ihr mir in den letzten Wochen, das ist ja schon eine ganze Weile bekannt, dazu gratuliert habt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe und ich habe mich sehr gefreut, dass mein Team diese Auszeichnung letztendlich mit mir bekommen hat. Weil diese Sendung schon immer wieder auch eine schwierige Sendung ist. Wir gehen ja in Grenzbereiche und in Tabubereiche hinein. Und dann von ganz oben so eine Anerkennung zu finden, ist schon eine tolle Sache. Kannst also, du wirklich stolz sein auf dein vielen, Team. Vielen, vielen Dank. So Chris, zu dir aber. Ja, also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich hatte schon mehrere Beziehungen, aber ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, eigentlich ganz normal. Ja. Und es war so, dass bei meinen letzten drei Beziehungen waren Frauen dabei. Wenn es mal Streit gab, sage ich jetzt mal wegen Kleinigkeiten oder so, dann wurde das nicht ausdiskutiert, sondern da wurde einfach dann zugeschlagen. Wie? Von Seiten der Frauen? Ja. Ach. Wie, von drei Frauen? Ja, ich weiß. Du warst mit drei? Verrückt, das ist ja wirklich abgefahren. Mhm. Du hattest drei Beziehungen, drei Frauenbeziehungen. Mhm. Entschuldigung. Und jedes Mal, wenn es in eine Konfliktsituation ging, haben die Frauen dich geschlagen? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe Glasknochen, bin 100% behindert, körperbehindert. Ja. Ich meine, umso schlimmer. Ja, zum Glück. Ich meine, die haben... Umso schlimmer. Ich bin ganz fassungslos. Waren das nicht behinderte Frauen? Ja, das waren nicht behinderte Frauen. Sag mal so ein Beispiel von einem Konflikt, weswegen die Frauen zugeschlagen haben. Da kann ich dir was erzählen aus meiner letzten Beziehung. Ich war anderthalb Jahre mit einer jungen Frau verlobt und ich bin arbeitslos und sie ist war in Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ja. Wir haben uns kennengelernt übers Internet, überm Chat. Ja. Und ja, sie kam aus Bremen. Ich wohne in Königstein, das ist in Bayern. Und wie gesagt, haben uns kennengelernt über das Internet chatten und dann Telefonnummern ausgetauscht erstmal und regelmäßig miteinander telefoniert. Dann ja. Im März 2001 war das erste Treffen. Mhm. War soweit noch ganz schön und ich hatte sie dann auch öfter besucht, sie mich auch. Bis zu dem Zeitpunkt war ja nur alles ganz schön so. Mhm. Und dann im Sommer 2002 ist sie dann von Bremen zu mir nach Königstein gezogen. Sag mal nur mal so ein Beispiel. Ich will gar nicht die ganze Geschichte hören, sondern nur so ein Beispiel, um es mir klar zu machen, weswegen ja, die Frau dich geschlagen hat. Ja, also wenn sie... nicht damit zufrieden war, zum Beispiel, wie ich den Haushalt geführt habe, dann... Dann hat sie dir eine gescheuert? Ja. Das ist unglaublich. Ja. Ins Gesicht?
Ja, ins Gesicht. Und das heißt, du hast eine sehr schwere Erkrankung. Das ist ja dann doppelt gefährlich. Man kann dich ja viel leichter verletzen als einen gesunden Menschen. Ja, natürlich. Aber weißt du, was mich wirklich sehr, sehr erstaunt ist, dass es dir dreimal passiert ist, dass du dreimal Frauen hattest, die so mit dir umgegangen sind. Ja, darüber habe ich mich auch gewundert, aber es war wirklich furchtbar. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Wie hast du denn dann darauf reagiert? Richtig, wie hast du reagiert? Ja, ich habe erstmal versucht, sie so mit Worten zu beruhigen, weil ich ja nicht wusste, warum sie da auf einmal so wütend geworden ist und so. Und warum sie mich schlägt, aber stattdessen, war nichts mit Tränen, ging das halt weiter, ne? Sie kam immer weiter auf mich zu, immer näher, ich natürlich immer weiter zurück und das ging dann nur links, rechts, patsch, 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 patsch. Bist so, du? Und dann habe ich die Flucht ergriffen und mich einfach ins Badezimmer eingeschlossen, denn ich habe mich da auch erstmal, sag ich mal, eine Stunde bis anderthalb Stunden nicht mehr rausgekommen. Hat die Frau sich hinterher entschuldigt bei dir? Ja, es war meistens so, dass sie dann ankam und dann, Chris, sorry, und ich hab dich doch lieb und bla. War das dann letztendlich auch der Grund, weswegen ihr euch getrennt habt? Oder dass du dich von ihr getrennt hast? Sie hat sich von mir getrennt. Warum hast du dich nicht von ihr getrennt? Ja, ich hab eigentlich, sie hatte mir irgendwann mal erzählt gehabt, sie tut das, weil sie als kleines Kind wohl von Männern oder auch Mitgliedern ihrer Familie geschlagen worden ist. Gut, das ist sehr bedauerlich, aber keine Rechtfertigung dafür, dass sie das dann auch tut, ja. Natürlich. Das heißt aber, dennoch hast du dann dadurch so ein bisschen Verständnis für sie gehabt und hast nicht klar entschieden. Sie tat mir irgendwie leid, natürlich. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Ganze dann versucht, innerlich so mehr und mehr zu überspielen eigentlich am Anfang. Ja. Hat sie dich denn irgendwann einmal oder eine von diesen Frauen so verletzt, dass du wirklich ins Krankenhaus musstest? Nein, das zum Glück nicht. Hm. Ich meine, es war bei meiner Ex-Verlobten war es einmal nah dran gewesen, aber wirklich verdammt Glück gehabt, muss ich sagen. Also, das ist ja wirklich unglaublich. Ich hoffe, es ist wirklich eine Ballung von schlimmen Zufällen, ne? Dass du nun auf drei Frauen gestoßen bist, die so drauf sind. Ja, Jürgen, aber seitdem habe ich auch ehrlich gesagt, ich habe da mit Freunden auch schon drüber gesprochen. Ich habe seitdem wirklich Angst. Vor Frauen? Ja, überhaupt auf Frauen zuzugehen, jetzt mit Ausnahme meiner Mutter, ne? Ja, ja. Weil ich wohne im Haus meiner Eltern und meine Mutter, die wohnt also nur ein Stockwerk über mir und die hatte das mitgekriegt, weil nebenan an meiner Wohnung ist direkt die Waschküche und die hat das dann schon mitgekriegt. Ne? Also, wenn du jetzt auch dreimal Pech gehabt hast, was schon eine unglaubliche Ballung ist, sage ich dir, dass nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit die nächste nicht so sein wird. Und auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, ziehe nicht die Konsequenz daraus, dass du jetzt alle Frauen über einen Kamm scherst und generell auf Distanz zu Frauen gehst. Weiß Gott nicht. Du hast wirklich Pech gehabt, du bist an schlechte Frauen geraten. Ich würde dir gerne wirklich Mut machen und sagen, komm, jetzt versuche das irgendwie abzuspeichern in deiner Vergangenheit. Das ist nun, es ist dumm gelaufen, die dreimal. Und geh jetzt, guck nach vorne und gib auch einer neuen Frau eine neue Chance. Und ich würde dir wirklich von Herzen wünschen, dass du eine findest. Und möglichst bald sogar, Chris. Ja, das schon. Nur, ich meine, ich kann das innerlich, kann ich das nicht überspielen. Mhm. Ich habe sogar, sage ich jetzt mal, schon Angst mittlerweile nachts einzuschlafen, weil sich das in meinen Träumen einfach widerspiegelt. Ja. Wir machen mal Folgendes. Du legst auf und mein Psychologe ruft dich nochmal an. Ja. Da kann man das vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Vielleicht sind da auch noch andere Sachen, über die du reden möchtest und gerade nicht hier in der Öffentlichkeit. Ja. Machen wir das so? Ja, das wäre lieb. Dann legst du auf und der Peter ruft dich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke dir. Tschüss. Und toi 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 für deine Sendung. Dankeschön. Okay. Super. Tschüss. Meine Lieben, das Thema heute Nacht heißt, ich habe Angst vor einer Frau. Das kann ja ein Mann sagen, das kann aber auch eine Frau sagen. Es kann sich um eine junge Frau handeln, vor der man Angst hat. Es kann sich um eine ältere Frau handeln, vielleicht um die Mutter, die Schwiegermutter, was auch immer. Wenn ihr so etwas erlebt habt oder erlebt vielleicht zurzeit,
und es richtig krass erlebt, das kann ja sein, dass man in Angst und Schrecken versetzt wird von einer Person, von einer Frau, dann ruft mich an 0800 5678 111 oder ihr könnt uns auch mailen, elektronische Post schicken unter 1live.domian@wdr.de. Margrit begrüße ich herzlich, die ist 49. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Meine besten Glückwünsche zum Bundesverdienstkreuz. Dankeschön, vielen Dank. Ich finde, ja, es hat wirklich da mal den Richtigen erreicht. Das hat ein treuer Zuschauer von uns vorgeschlagen. So geht das. Der Karl-Josef Mertes hat es vorgeschlagen. Und der hat es an den Bundespräsidenten geschrieben. Und dann dauert das sehr lange, bis das alles geprüft wird. Und dann kam die Nachricht voriges Jahr. Margit, zu dir. Freut mich sehr. Ja. Zu mir. Ich habe also nicht nur Angst vor einer Frau, sondern ich kann fast pauschal sagen, Angst vor Frauen. Mhm. Der Hintergrund ist der, ich bin als Kind von einer Frau über knapp 3 Jahre sexuell missbraucht worden. Mhm. In welchem Alter warst du da? Zwischen 7 und 10. Zwischen 7 und 10. Wer war das? Die Heimleiterin eines Kinderheims. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Tabuthema noch. Ja. Ne, dass Frauen Mädchen missbrauchen oder auch Jungs missbrauchen. Deswegen ist es mir auch so wichtig und ich finde es sehr schön, dass ich jetzt in eine Sendung gekommen bin. Es fing im Alter von 7 Jahren an. Im Alter von 7 Jahren an. Was ist genau passiert? Was hat diese Frau mit dir gemacht? Tja, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, um mich selber jetzt auch zu schützen. Mhm. Ich habe also bisher nur in Brocken überhaupt darüber reden können. Mhm. Sie hat also wirklich mit brutaler Gewalt eine andere Möglichkeit. Man hatte auch keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu schützen vor der. Mhm. Man war in diesem Heim, dieser Heimleiterin, total ausgeliefert. Ja. Es gab auch weiter keine Ansprechpartner. Wir waren absolut isoliert. Mhm. Und dann hat die, so wie es ihr gerade in den Sinn kam, hat die sich abends jemanden ausgeguckt, der dann in ihre Räumlichkeiten mit musste. Ja. Und das ging also dann ging die Post ab bei ihr. Ne? Musstest du dann mit ihr in ihr Bett gehen? In ihr Bett. Es war übrigens eine Ärztin. Eine Ärztin. Mhm. Sie hat das immer unter dem Vorwand gemacht, da müsste eine ärztliche Untersuchung stattfinden. Mhm. Und hat dann also wirklich aufs Übelste ist sie mit allen umgegangen. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir waren zu 5 auf einem Zimmer. Ja, aber sie hat jeweils immer ein Mädchen mitgenommen. Hat sie, musstest du, also wenn ich jetzt zu intim frage und es dir sehr schwer fällt, sag ganz einfach, bremsen wir das ab. Aber ich versuche mal zu fragen. Musstest du dieses kleine Mädchen, diese Heimleiterin, oral befriedigen? Ja, oral befriedigen. Und sie ist auch in mich eingedrungen. Ne? Sie ist in dich eingedrungen? Wie hat sie das gemacht? Und ich nehme an, dass das ein Massagestab war oder was ähnliches. Als Kind habe ich immer gedacht, das ist eine Kerze, ne? Mein Gott. Und du warst so ein kleines Mädchen. Hast du nicht auch höllische Schmerzen gehabt? Jein. Mhm. Ich habe also vorher schon einige Erfahrungen gehabt durch meine Mutter, die total brutal war. Das heißt, die hat dich geschlagen, die hat dich aber nicht sexuell missbraucht. Nein, nicht sexuell missbraucht. Geschlagen. Geschlagen und vor allen Dingen dieser psychische Missbrauch, der ja dann oft sehr subtil ist. Hast du das so als kleines Mädel, zwischen 7 und 10 Jahren ist es passiert, so kapiert, realisiert, was da mit dir los, was mit dir da gemacht so wird? So genau nicht. Nein, ich denke, sonst hätte ich das auch nicht überstanden. Ne? Mhm. Was hast du so gedacht, was die da mit dir macht? Was ich ist das? Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt schon angefangen abzuspalten. Mhm. Mhm. Also das völlig wegzudrängen? In eine andere Persönlichkeit quasi? Ja. Ja. Mhm. Und ich denke, ich habe großes Glück gehabt, dass da nicht noch mehr passiert ist. Mhm. So für mich jetzt, ne? Ja. Wie oft ist das denn damals in diesen 3 Jahren geschehen? Also das ist bestimmt jede Woche einmal vorgekommen. Jede Woche einmal. Hast du immer Angst gehabt, dann zu dieser Frau gehen zu müssen?
Ja, es haben alle in diesem Heim Angst gehabt, in diesem Heim. Also sie hat es mit anderen Mädchen auch gemacht. War eine totale Atmosphäre von Angst. Keiner hat dem anderen getraut. Die hat das mit den anderen Mädchen auch gemacht? Mit den anderen auch gemacht, ja. Habt ihr Mädchen darunter gesprochen? Untereinander Nein, gesprochen? Nein, auch nicht. Ahntest du denn oder ahntet ihr, dass die mit den anderen das auch macht? Ja. Das ja? Ja. Hat sie dir, wir reden jetzt über dich, hat sie dir auch gedroht, hier, wenn du irgendwo irgendwas erzählst, dann mache ich das mit dir? Das brauchte die gar nicht mehr. Wir waren schon alle so eingeschüchtert, dass da überhaupt keiner mehr auf die Idee gekommen wäre. Ich meine, das war nicht das Einzige, da sind auch noch andere Dinge dann vorgekommen, die nicht im sexuellen Bereich lagen. Also auch brutale Sachen. Ganz brutale Dinge. Wie schrecklich. Das hast du 3 Jahre ertragen müssen. Ja. Wie kam es dann, dass es zum Ende kam? Also ich habe dann einen Brief rausgeschmuggelt über eine Mitschülerin. Wir durften, also es wurde jeder Brief zensiert, der geschrieben und wurde und auch kam. Und ich habe zu meinen Eltern in der Zeit keinen Kontakt gehabt. Ja. Ich hatte aber einen Onkel. Und an den habe ich also versucht zu schreiben, beziehungsweise ich habe dann auch geschrieben und habe über eine Mitschülerin den Brief überhaupt nur rausgekriegt. Ja. Den habe ich in der Schule geschrieben und der hat dann wohl unter großem Theater mit Eltern dann veranlasst, dass ich da wieder abgeholt wurde. Und es wurde dann auch nie mal irgendwas thematisiert. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit, du bist jetzt 49, in der Zeit damals war das ja ein noch viel größeres Tabuthema als heute. Die Frau ist also nie zur Rechenschaft gezogen worden? Niemals. Niemals. Nein. Weißt du, ob die noch lebt? Ich glaube es nicht. Welche Gefühle hast du für diese Frau? Ja, Hass. Hass immer noch, nach all diesen vielen Jahren? Ja. Auch für meine Mutter, ne? Bitte? Auch für meine Mutter. Weil die auch letztendlich schuld ist, dass du da reingekommen bist in dieses Heim. Ja, und da sind eben dann auch noch andere Dinge vorgefallen, ne? In dem Heim? Mit der Mutter, im Elternhaus. Im Elternhaus. Das heißt, diese Erfahrung mit der Mutter, die schlechten Erfahrungen mit der Mutter und vor allem dieser sexuelle Missbrauch durch die Heimleiterin hat bei dir bewirkt, dass du zeitlebens eine Angst wirklich generell vor Frauen hast und auf Distanz zu Frauen bist. Ja. Es ist natürlich so pauschal zu sagen, ich habe Angst vor Frauen, ist vielleicht etwas übertrieben. Ich habe natürlich immer Angst vor Frauen, die in irgendeiner Form, manchmal auch im Unterbewusstsein nur, mich an eine dieser beiden Frauen erinnern. Bist du je irgendwann in der Zeit danach mal psychologisch betreut worden? Ja, ich wusste das ja alles nicht mehr. Ich habe also diese ganzen Geschichten habe ich also vergessen und wie gesagt in 60er Jahren psychologische Betreuung war auch nicht so angesagt. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich bin also, ich habe dann eine ganz schwere Krise gehabt, so als 19-20-Jährige. Bin dann zu einem Psychiater gegangen, der mir dann nach 5 Minuten Gespräch, ohne dass ich überhaupt von diesen schlimmen Dingen irgendwas erzählen konnte, sagte, naja, also in ihrem Alter haben alle jungen Mädchen mal Probleme, ne? Und damit hatte sich das dann. Du hast ja gerade bei mir auch am Anfang gesagt, ich habe da eigentlich noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Ja. Bezog sich das jetzt auf Außenstehende oder ist es wirklich die Aussage, dass du auch nie später einem Arzt was gesagt hast oder einem Psychologen? Bis heute nicht. Also ich mache jetzt seit einigen Jahren Psychoanalyse. Ah ja. Da kommt es raus, da wird's thematisiert. Und da fange ich also bröckchenhaft an, weil ich das anders überhaupt nicht verkraften würde, darüber was zu erzählen. Hat diese Frau deine Sexualität kaputt gemacht? Ja. Ich will nur als Beispiel sagen, ich habe mit 24 Jahren geheiratet, einen sehr liebenswürdigen und vor allen Dingen rücksichtsvollen Mann. Ja. Der mich also nie bedrängt hat, aber die Ehe ist nie vollzogen worden. Und das ist, wir haben uns nach 10 Jahren getrennt, wir sind im Übrigen heute noch verheiratet. Ihr habt 10 Jahre lang nicht miteinander geschlafen? Nein, weil ich es einfach nicht konnte. Ich kann dann diesen körperlichen Kontakt nicht. Hat sich das bis heute geändert? Ist das ein bisschen besser geworden? Also sexuelle Kontakte brauche ich überhaupt nicht. Ich spüre auch meine eigene Sexualität eigentlich so gut wie nicht. Ne? Das heißt, du kannst dich auch nicht selbst befriedigen, das geht nein, nicht? Nein, nein. Ich kann mich selbst manchmal überhaupt nicht anfassen.
Das ist unglaublich, ne? Das ist so lange her. Und welche tiefen Wunden. Ja, das ist eingebrannt auf der Festplatte. Absolut, ja, ja. Aber es gibt ja vielleicht die Hoffnung, dass durch diese Analyse jetzt vieles aufbricht und du eine neue Chance bekommst, auch neu dich zu erfahren. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, das hat sich ja ausgewirkt bis in den kleinsten Alltag. Glaube ich. Und das merke ich also heute noch, wenn ich in einem Supermarkt an der Kasse stehe. Und es gibt ja dann so Frauen, die dann einem so ganz dicht auf die Pelle rücken. Da kriegst du gleich eine Gänsehaut. Ja. Und fühlst dich erinnert. Ja. Mhm. Wenn du eine Analyse machst, bin ich ganz unsicher, dir auch noch anzubieten, ob du mit meinem Psychologen reden möchtest. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich... möchtest du das, oder? Nee, ich glaube, das ist nicht erforderlich. Mhm. Ich habe also einiges an Therapie hinter mir. Und du bist da jetzt in guten Händen. Ich bin da also in allerbesten Händen. Also ich bin sehr froh, dass du durchgekommen bist. Und ja, ich auch. Dass wir dieses Thema auch mal hier haben in die Öffentlichkeit bringen können. Weil ich glaube, dass so selten wird es gar nicht sein. Das ist das eine, aber es ist immer noch so die große Verbreitung, die Bösen sind die Männer. Mhm. Ich bin in einer Klinik gewesen, speziell für missbrauchte Frauen, war die einzige, die diese Erfahrung mit Frauen hatte. Und da ist in der Gruppenstunde fiel dann also durchaus der Satz von anderen, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger. Und da muss ich einfach dann dagegen halten. Ja, ja, ja. Liebe Margit, ich danke dir für deine Offenheit. Und wünsche dir von Herzen, dass diese Analyse dir was bringt. Und dass du jetzt in deinem jetzigen Alter vielleicht wirklich nochmal einen Neuanfang schaffst. Und dich auch selbst erfährst und vielleicht auch irgendwann Sexualität erfahren kannst. Ja, danke schön. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und dir auch alles Gute. Vielen Dank. Für die Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Nathalie, 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Morgen. Nathalie. Gehst du nah ans Telefon, bitte? Damit ich dich gut verstehen kann. Du hast Angst vor einer Frau? Ja, es ist meine Mutter. Warum hast du Angst vor deiner Mutter? Ja, also die Geschichte ist so, meine Mutter, die hat meinen Vater umgebracht. Deine Mutter hat deinen Vater umgebracht? Ja. Wann war das? Vor 10 Jahren. Und wie ist das passiert? Mein Vater ist fremdgegangen, hat meine Mutter, also der ist auch öfter fremdgegangen und hat meine Mutter nach einer Zeit nicht mehr geduldet. Und dann ist die mit einer Pistole auf den raufgegangen. Und hat ihn erschossen? Ja. Wo? Ja, in der Wohnung halt. Bei euch in der Wohnung? Ja, ich war im Zimmer. Ich habe noch gesagt, bitte schießt mein Vater nicht. Du warst dabei, während die geschritten haben? Nee, die hat den noch nicht erschossen. Die hatte die Pistole so nur in der Hand. Ja. Ich habe das gesehen. Und dann hat sie gesagt, boah, ich bin ganz nervös. Hat sie auf jeden Fall gesagt, geh raus, verpiss dich und so. Und dann hatte ich Angst, habe ich gesagt, bitte schieß den nicht, ich brauche meinen Vater noch. Und dann hat sie es getan? Ja. Du hast das aber nicht gesehen? Mm-mm. Du hast es gehört? Ja. Wie kamt ihr in dem Haushalt überhaupt zu einer Pistole? Ich weiß gar nichts davon, wie die dazu überhaupt kam. Bist du das einzige Kind? Ja. Wie ging das dann weiter? Du hast diesen Schuss gehört, du warst ein Mädchen von 9 Jahren damals. Ja. Was passierte dann weiter? Dann war ich erst mal 3 Jahre im Heim. Mhm. Ich meinte jetzt in dem Moment, an dem Abend oder an dem Tag, nachdem deine Mutter deinen Vater erschossen hat. Bist du dann rausgelaufen, hast geguckt? Nee, ich bin rausgerannt, nur bis zur nächsten Telefonzelle hat mein Onkel angerufen. Ey, das hast du gemacht dann als 9-jähriges Mädchen, auch Geld dabei gehabt und konntest anrufen. Bitte? Also du hast dann so ganz, ganz ad hoc angerufen, bist rausgegangen und hast die Idee gehabt, den Onkel anzurufen. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, kann nicht sein, das wird deine Mutter nicht machen, egal, aber ich hole dich jetzt ab. Und dann hat er mich abgeholt und ich durfte ja dann noch nicht bei meinem Onkel bleiben. Weil er müsste auch arbeiten und so, und dann müsste ich ja irgendwie zur Schule. Und der hat ja weiter weg gewohnt halt früher. Sag mal, aber da muss doch irgendwann Polizei gekommen sein. Da muss doch große Aufregung gewesen sein. Ich weiß davon gar nicht. Weißt du gar nichts von? Nee. Der Onkel hat dich geholt und du weißt nicht, was da denn alles abgegangen ist. Die Mutter ist dann verhaftet worden und kam ins Gefängnis. Ja, für 10 Jahre. Und jetzt kommt die ja in 2 Wochen raus. Da hat die mir einen Brief geschrieben. Dir wird das Gleiche passieren, wie ich das mit deinem Vater gemacht habe. Ja, mehr weiß ich nicht. Hast du sie in diesen Jahren mal besucht im Gefängnis? Mm-mm. Gar nicht. Ich möchte gar keinen Kontakt mit der haben. Ich habe Angst vor ihr.
Hat sie dir denn in den letzten 10 Jahren öfters mal einen Brief geschrieben? Da war der erste Brief jetzt. Mein Patenonkel, der ist mal öfter so dahin gegangen. Mhm. Du bist dann, war gerade ein bisschen durcheinander, das habe ich nicht richtig verstanden. Bist du denn hauptsächlich bei deinem Onkel aufgewachsen bis heute? Ja, ich war 3 Jahre erst im Kinderheim. Ja. Und dann hat er mich aber rausgeholt. Ja. Dann bin ich eigentlich ja so bei meinem Onkel aufgewachsen die letzten Jahre. Ja. Und jetzt, wo sie bald rauskommt aus dem Gefängnis, schreibt sie so einen Drohbrief an dich? Ja. Das ist ja unglaublich. Bist du im Moment bei deinem Onkel in der Wohnung? Ja. Ist der noch wach? Ja. Ob ich mit dem mal auch ein paar Worte reden könnte eben? Ist das möglich? Ja, klar. Das wäre sehr nett. Wir reden gleich auch wieder weiter, Nathalie. Aber ja. gib mir mal den Onkel. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Mit wem spreche ich denn? Mit dem Oliver. Oliver. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Ja, richtig. Du hast dich dann der Nathalie angenommen und sie ist bei dir aufgewachsen. Ja, richtig. Hast du denn in all diesen Zeiten Kontakt zu der Mutter von Nathalie gehabt im Gefängnis? Ja, sicher. Ich habe die paar Mal besucht da drin. Ja. Aber da hat die eigentlich nichts davon gesagt, dass sie die Nathalie was antun will. Und jetzt hast du diesen Brief auch gesehen. Jetzt schreibt sie einen Drohbrief an Nathalie. Ja, richtig. Mit welcher Begründung denn? Die hat überhaupt eigentlich keine Begründung. Also nur, weil die Nathalie jetzt zu ihrem Vater gestanden hat. Ach so, das ist der alte Hass und die alte Eifersucht vielleicht. Ja, das schätze ich auch. Mhm. Wie ist das Verwandtschaftsverhältnis? Ist das deine Schwester oder deine Ist meine Schwester. Das ist deine Schwester. Was ist das denn für eine Frau? Ja, ich verstehe das auch nicht. Da müsst ihr doch in der Familie damals auch mehr als geschockt gewesen sein, als das passiert ist. Ja, natürlich, da rechnet ja keiner mit, ne? Mhm. Wie hat sie sich denn damals vor Gericht aufgeführt? Und ich war bei der Gerichtsverhandlung gar nicht dabei. Ich wollte auch nicht dabei sein. Mhm. Ich weiß nur, dass sie die Waffe, dass sie die irgendwo hergekriegt hat oder so. Ja, das hatte ich gerade auch Nathalie schon gefragt. Wie kam die Familie oder sie in den Besitz dieser Waffe? Weißt du auch nicht genau. Nee, das ist nicht rausgekommen bei der Verhandlung. Ja. Wie plant ihr jetzt darauf zu reagieren? Was wollt ihr machen? Ja, ich werde jetzt damit zur Polizei gehen und ich werde nächste Woche nochmal mit ihr ein Treffen vereinbaren. Mhm. Ist sie denn so, meinst du, kann man reden mit der oder ist die irgendwann doch so blockiert und zu? Ja, also durch die Haft ist sie eigentlich ziemlich so verstellt. Ne? Mhm. Hast du eine gute Beziehung aufbauen können zu Nathalie? Ja, natürlich. Ja, also ich behandle die wie mein eigenes Kind. Ja, ist ein Vaterersatz geworden dann. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das für so ein Kind auch ein unglaublicher Schock ist. Ist Nathalie mal irgendwann behandelt worden, betreut worden von einem Psychologen? Ja, mit psychologischer Behandlung. Ach so, das ist alles geschehen. Mhm. Ja. Ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch damit mit zur Polizei gehen. Mhm. Und wenn du die Möglichkeit hast, mit ihr zu reden, ist es auch gut. Und vielleicht solltest du auch noch ein Gespräch mit dem Weißen Ring führen. Da würden wir dir gleich gerne noch eine Adresse oder eine Telefonnummer geben. Mhm. Damit du so rundherum gut beraten bist, wie man in solchen Fällen sich am besten verhält. Und die Leute vom Weißen Ring sind exzellente, erfahrene Menschen für solche Sachen und die können dir sicher auch noch einen Rat geben. Mhm. Weil das ist ja Horror, was da... Ja, natürlich ist das Horror. Ja, absolut, absolut. Ja. Oliver, gibst du mir die Nathalie bitte nochmal? Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, du. Also Nathalie, dein Onkel hat ja gerade erzählt, er will jetzt zur Polizei gehen. Ja. Mhm. Aber dennoch hast du natürlich richtig Angst, ne? Ja. Trotzdem habe ich Angst, trotz der zur Polizei geht. Wie hast du denn in diesen ganzen Jahren über deine Mutter gedacht? Ich habe Hass nur empfunden. So. Mhm. Die hat dir deinen Papa genommen, ne? Ja. Hattest du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Ja. Mhm. Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter da so? Gar nicht so gut. Ich habe gar nicht so mit der viel gesprochen. Ich habe ja auch nie was anvertraut. Mhm. Also, mein Vater konnte ich halt über alles reden. Ja. Weißt du, ob dein Vater damals sofort tot war oder ist er im Krankenhaus erst gestorben? Der ist im Krankenhaus gestorben. Mhm. Und gehst du oft zu seinem Grab? Ja. Ja. Also ich habe gerade dem Oliver, also deinem Onkel, auch gesagt, dass es gut ist mit der Polizei. Dann werden wir euch gleich noch eine Adresse geben von einer Gruppe, einem Verein, die Leuten etwas beratend hilft, die in eurer Lage sind. Mhm. Und ich hoffe, dass sein Gespräch auch ein bisschen was bewirkt, wenn er mit deiner Mutter redet. Du möchtest mit der wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun haben mehr, ne? Nee. Nie mehr? Nee. Mhm.
Wenn die sagen würde, ich meine, jetzt hat sie sich die Chance ja vertan, aber wenn die irgendwann sagen würde, hier Natalie, ich möchte mal ganz sachlich, ganz normal mit dir reden, könntest du dir vorstellen, dass das mal möglich wäre? Nee, könnte ich nicht. Im Moment ist alles dicht, ne? Alles ja. zu. Hm. Vor allen Dingen ihre eigene Tochter so einen Brief zu schreiben, dass sie mich umbringen will. Ist unglaublich, wo sie unglaublich ist das. Und das nach 10 Jahren Haft, ne? Ja. Da sollte man ja eigentlich hoffen und meinen, dass sie in sich gegangen ist und dass sie ihre Tat bereut. Ja. Du weißt auch nichts von der Gerichtsverhandlung, wie die damals ausgegangen ist und wie, ob sie da gesagt hat, mir tut es leid, oder so, weißt du nicht. Ja, weiß ich nicht. Gar nichts. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gesagt hätte, es tut mir leid. Also, du würdest sagen, das ist nicht der Teufel, diese Frau. Ja. Natalie, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Du legst auf. Und wir rufen dich gleich nochmal an, beziehungsweise den Oliver, um die besagte Telefonnummer und die Adresse durchzugeben. Okay? Ja, okay. Alles Gute und ich hoffe, dass das alles in guten Bahnen laufen wird demnächst. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Roland, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Roland. Auch Angst vor einer Frau? Ja, Angst vor einer Frau. Welche ist es? Welche ist es, ja. Ich habe vor einigen Jahren eine Asiatin kennengelernt in den Philippinen. Ja? Das ist jetzt 7 Jahre her. Ich bin mit der Frau verheiratet. Was heißt kennengelernt? Auf normalem, ordentlichen Wege? Auf normalen, ordentlichen Wege. Ich habe öfter in Hongkong gearbeitet. Mhm. Auf Geschäftsreise öfter in den Philippinen. Mhm. Und habe die Frau dann nach einem halben Jahr hier nach Deutschland rübergeholt. Ja. Ja, wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass sie gewalttätig gegen mich immer ist. Mhm. Sie hat mich vor 3 Monaten mit einem Gewaltvorwurf aus der Wohnung geschmissen. Das heißt, sie hat den Spieß umgedreht. Wir haben, wie gesagt, 2 Kinder. Ihr habt 2 Kinder. Sagen wir noch mal die Grunddaten. 2 Kinder. Und wie lange seid ihr jetzt insgesamt zusammen? Etwas über 7 Jahre. 7 Jahre und 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? Die sind 3 und 6. Ja. Und sie hat dich aus der Wohnung geworfen, weil sie wiederum dir vorwirft, dass du gewalttätig bist. Genau, genau. Und du, also im Moment bist du de facto getrennt von ihr. Genau, ich bin getrennt, wir sind getrennt. Genau. Aber letztendlich ist sie gewalttätig, sagst du. Sie ist gewalttätig. Was ist denn genau vorgefallen? Ja, wir wollten ich an dem Abend wollte Einsicht in Unterlagen haben, das heißt, sie hat das vorher geplant, sie hat Kontovollmacht, mir alles entzogen. Mhm. Das heißt, ganzen Kontosachen auf sich bezogen. Ich habe auch alles unterschrieben. Warum hast du es unterschrieben? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man eine Frau liebt, dann denke ich mal, dann tut man alles für die Frau. Mhm. Ist man blind? Genau, ist man blind. Ja, ja. Ja, und ist immer weiter. Ja, und Polizei ist gekommen und ich sag mal, dem Mann glaubt man heute sowieso nicht. Meistens ist das neue Gewaltschutzgesetz und ich muss einfach sagen, mir wurde nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich hab der Frau nichts angetan. Die Polizei hat mich da mitgenommen, hat mich erstmal verhaftet für ein paar Stunden. Also, sie hat die Polizei gerufen. Genau. Sie hat der Polizei gesagt, hier, mein Mann, der Roland, hat mich geschlagen. Genau so sieht's aus. Wie war es denn wirklich? Ja. Wirklich war es, dass ich habe sie nicht geschlagen. Wir haben eine Meinungsverschiedenheit gehabt, wegen einer Tasche. Wegen den Unterlagen, also wegen den Bankunterlagen, wo ich reingucken wollte. Und daraufhin hat sie gesagt, ich habe da kein Recht zu. Ja. Das ist mein Konto, du hast kein Recht darauf. Ja. Im Grunde genommen hat sie Recht, das war ihr Konto, aber das war unser Geld, was da einging. Gut. Das heißt, ich habe auch ein Recht auf die Kontounterlagen und die Kontounterlagen einzusehen. Nein, du hast kein Recht mehr, sie hat mir jegliches Recht abgesprochen. Also es entfachte sich ein verbaler Streit. Genau. Und dann? Ja, und dann? Der eine hat die Tasche gezogen, das heißt, wir haben wirklich eine Tasche gezogen. Sie ist mir eine Gurgel gegangen und hat dann anschließend um Hilfe gerufen. Ich habe mich nur losgedrückt. Also sie, alles langsam. Sie ist dir an die Gurgel gegangen. Richtig. So, und sie hat um Hilfe gerufen. Sicher, sie ist dann aus der Wohnung rausgerannt und hat um Hilfe gerufen. Und sie hat es so dargestellt, als seist du ihr an die Gurgel gegangen? Genau. Sie hat hinterher behauptet, ich hätte ihr die Hand umgedreht, hätte sie geschlagen. Ja. Im Nachhinein hat sie aber Freunden auch erzählt, dass es nicht so ist. Ja? Ist dieses jetzt einmal vorgekommen? Oder gab es in diesen 7 Jahren, wo ihr zusammen seid, immer wieder Übergriffe? Das ist mehrfach vorge-
gekommen. Dass sie gewalttätig gegen, die, gegen dich? Was heißt gewalttätig gegen dich? Hat sie dich geschlagen? Geschlagen, versucht mich mit dem Messer umzubringen. Da hat meine Tochter mich aufgeweckt. Wenn sie das nicht getan hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Was heißt das genau? Ist sie zu dir ans Bett gegangen, während Nein, du schliefst? Nein, sie wollte. Ich habe im Bett gelegen, ich habe schon geschlafen und meine Tochter hat mich aufgeweckt. Mama, will ich mir ein Messer umbringen. Und wo stand Mama dann, als du die Augen aufmachtest? An der Tür. Mit dem Messer? Versucht in jedem, sie ist mit dem Messer dann so auf mich los und versucht schon aufs Bett einzustechen. Und das ist also zweimal passiert. Letztes Jahr im Mai und letztes Jahr im August. Mhm. Warum bist du nicht schon viel früher weg von der Frau? Tja, ich habe die Frau geliebt. Wann hast du das eigentlich mit diesen Konten gemacht, von denen, von was du gerade erzählt hast? Vor etwas über einem Jahr. Ja, aber das verstehe ich nicht. Das hat sie schon geplant. Also das aber Roland, stopp, das verstehe ich nicht. Etwas vor einem Jahr, da waren ja schon viele Sachen vorgefallen. Ja. Schlimme Sachen vorgefallen. Wie kannst du denn dann noch so blöd sein und dich quasi da entrechten lassen und auch noch, das auch noch unterschreiben? Wenn man eine Frau liebt. Aber warum hast du die denn da noch geliebt, nach dem, was da schon alles vorgefallen war? Weißt du nicht? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also wie gesagt, das ist mir alles zu hoch. Also das Problem, ich liebe die Frau teilweise jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke, über diese ganzen Sachen. Ich höre ja diese Geschichten oft umgekehrt von Frauen, die misshandelt werden, schlimme Sachen mit ihren Männern erleben und die sagen dann auch immer, ich liebe ihn noch und ich beschimpfe diese Frauen immer, ich würde dich auch am liebsten beschimpfen. Was du da für ein Gefühl in dir auf noch zulässt und wieso du da nicht gegen angehst, wenn ein Mensch so etwas mit einem macht, was deine Frau mit dir gemacht hat, dann ist dieser Mensch nicht mehr liebenswert. Punkt. Ja, okay. Ja, aber da gibt's auch gar kein einziges Aber mehr. Da kannst du mir 1000 Beispiele sagen, wie es vielleicht vor 6 Jahren schön war mit euch. Aber das hat ja alles gar keinen Wert mehr. Das ist ja alles kaputt gemacht worden durch ihr jüngstes Verhalten. Ja, ich denke mal, das hat sie nicht alleine geplant. Das hat sie mit 10 Leuten aus dem Bereich Lünen in NRW geplant. Da sind sehr viele Leute, die da mit drin hängen. So. Philippinen und ja, das mag ja sein. Und das, auch Deutsche. Das entschuldigt sie aber nicht. Nee. Das entschuldigt. Du sagst das jetzt fast so, als das würdest du ihr so ein bisschen die Schuld wegnehmen wollen. Das ist aber nicht gegeben. Ich wollte gerade immer noch fragen, du sagst, die ist mir in die Gurgel gegangen und sie hat dieses und jenes gemeint. Ich stelle mir so eine Frau aus Thailand immer so klein und zierlich vor. Ja, sie ist auch klein. Sie ist 1,55 groß. Ja. Ich bin aber auch nicht der absolut stabilste. Ich wiege auch knapp 60 Kilo nur. Mhm. Also ich bin nicht... Ich habe keine dicken Arme, ich bin... Aber du hast die Hand nie gegen diese Frau erhoben? Nein. Du hast sie nie geschlagen? Nein. Definitiv nicht? Definitiv nicht. Jetzt seid ihr getrennt seit ein paar Monaten. Richtig. Wie soll das jetzt weitergehen? Ja, ich kriege jedes Wochenende meine Kinder. Mhm. Das heißt, meine Kinder kriege ich, also da habe ich kein Problem. Mhm. Manchmal klappt es nicht, aus irgendwelchen Gründen, wenn sie nicht will. Mhm. Und ich habe natürlich auch Angst, dass sie meinen Kindern was antut, weil das Problem ist, dass sie da mit dem Typ zusammen ist und der geht auf die Kinder auch los. Sie schlägt die Kinder. Kannst das Problem ist, dass man mir nicht glaubt. Das ist das Problem. Das die Kinder heißt, erzählen du, das, aber du, mir glaubt man nicht. Hast du denn diesbezüglich Kontakt mit dem Jugendamt gehabt? Auch schon. Mhm. Ja, man glaubt der Frau, man glaubt dem Mann nicht. Mhm. Ja. Das ist, und du das musst ist schon schwere Geschütze im Sinne von Beweisen vorlegen, bevor man dir dann glaubt. Das, ja, ja, das, ich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich dagegen tun soll. Das weiß ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer, Mann jetzt hier dabei ist, der vielleicht etwas Ähnliches schon mal erlebt hat und dir vielleicht seine Erfahrung sagen könnte. Ich würde dir gerne anbieten, wenn sich jemand bei uns meldet, dass wir euch beide dann zusammenschließen. Vielleicht wäre das für dich eine Hilfe. Das wäre für mich eine Hilfe. Vielleicht auch einen absolut guten Rechtsanwalt, der sich damit auskennt. Ja, denn ja. Die meisten Anwälte, also ich habe zwar einen Anwalt, aber wie gesagt, die scheuen das alle. Mhm. Das ist, dann,
Dann kommt noch ein anderes Thema, dass meine Frau noch mit einem Philippinen da verheiratet ist. Also die hat sich damals nicht scheiden lassen. Das kommt auch noch hinzu. Also da kommen so viele Faktoren. Das macht das Ganze juristisch wahrscheinlich kompliziert. Fakt ist, dass du einfach Hilfe suchst. Ne? So, genau. So habe ich es ja verstanden. Du suchst juristische Hilfe und du hättest auch gerne, würdest einen Erfahrungsaustausch machen mit Männern, die Ähnliches erlebt haben. Ja. Ja. Was wäre dein Ziel? Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, dass das irgendwann auch ein Ende hat für mich. Mhm. Aber jetzt sage ich dir mal was, das hat aber auch nur irgendwann ein Ende, wenn du emotional auch in die Richtung steuerst und nicht immer noch so ein Schwachsinn sagst, ich liebe diese Frau. Roland, das ist die Voraussetzung, dass du dich innerlich von der auch verabschiedest. Führ dir das doch mal vor. Du hast mir wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem erzählt, was du erlebt hast. Das ist wirklich nur ein Bruchteil. Ich habe noch so viele Dinge. So, das glaube ich. Halte dir das doch bitte immer vor Augen, wenn noch irgendein sentimentales Gefühl hochkommen sollte für diese Frau. Und jetzt hast du auch noch gerade erzählt, dass sie auch noch einen Freund hat. Ja, das Problem, ich habe für meine Familie alles gegeben. Mhm. Wirklich alles. Mhm. Ja, das ist ich habe mich immer darum gekümmert. Ja. Ich bin nie sonntags irgendwo weggefahren, irgendwo anders. Der eine geht zum Fußball oder so. Mhm. Ich habe solche Sachen nie gemacht. Ich habe mich wirklich immer um die Familie gekümmert. Umso bitterer ist das natürlich alles für dich. Das ist natürlich verständlich. Ich habe alles geopfert. Ja, aber verabschiede dich emotional von dieser Frau. Ich glaube, dass dir dann alles, was jetzt dann juristisch noch auf dich zukommt, das wird einfacher fallen. Also wenn du auch noch irgendwie vom Herzen noch irgendwie an der dranhängst. Also Roland, ich verspreche dir, wenn wir etwas hier reinbekommen, dann werden wir dich informieren, so schnell wie möglich informieren. Ja. Ich kann dir auch nochmal gerne ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, möchte ich. Okay, dann machen wir das. Du legst auf und Peter ruft dich an. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss Domian. Ich sag nochmal die Faxnummer, falls ihr uns faxen wollt, falls ihr Informationen für Roland habt, bezüglich eines guten Juristen für seinen Fall oder wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ihr Männer, und wollt mit Roland darüber reden, dann faxt uns doch bitte unter 0800 5678 110 oder schickt uns eine E-Mail 1live.domian@wdr.de. Simone, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Simone. Hallo. Ich denke, ich weiß, dass mein Freund vor mir Angst hat. Mhm. Warum hat er denn vor dir Angst? Ich schlage ihn. Was ist denn heute nur los? Wir hören nur von schlagenden Frauen. Das ist ja unglaublich. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und wie oft hast du ihn schon geschlagen? So richtig beschlagen ins Gesicht 3-mal. Und sonst, prügel ich so auf ihn ein mit Fäusten an die Brust, oder? Ach so, das gibt's auch immer wieder mal. Ja. Das heißt, die Zahl der Übergriffe ist schon, kann man schon gar nicht mehr zählen, oder was? Naja, doch, also schon. Also es ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag auf ihn losprügelt oder sowas. Es tut mir auch immer wahnsinnig leid und... Was sind denn das für Situationen, wo du außer Kontrolle gerätst? Einfach Eifersuchtsszenen sind das. Eigentlich gibt er mir keinen Grund dafür, dass ich eifersüchtig sein könnte. Nur ich bin mit mir selber sehr unzufrieden und aus früheren Beziehungen, es ist halt so, dass ich dort immer niedergemacht worden bin, auch geschlagen bin von Männern. Mhm. Und aber dann weißt du ja selbst, wie schlimm das ist und wie erniedrigend das ist. Ja, und dennoch tust du es selbst. Ja. Liebst du deinen Freund? Mehr als alles andere auf der Welt. Mehr als alles andere auf der Welt. Und den schlägst du? Ich kann es nicht kontrollieren. Also man hat auch medizinisch festgestellt, dass ich unter Depressionen leide und auch ganz leichte schizophrene Neigungen. Mhm. Und das heißt also, dass ich halt diese Ausbrüche nicht kontrollieren kann. Mhm. Das passiert auch ganz plötzlich. Also wir können uns in einer Minute noch im Arm liegen und ganz plötzlich raste ich aus. Wie reagiert er denn darauf? Ganz ruhig. Er lässt es mit sich machen. Er lässt es mit sich machen. Er ist in seiner Kindheit auch sehr, sehr viel geschlagen worden und hat sich nie gewehrt. Mhm. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer dann. Mhm. Und also, sagt er auch nichts? Nein, er ist ganz ruhig. Er lässt es einfach über dich ergehen, was natürlich für dich, was dich sehr klein macht, ne, in dem Moment. Ja. Mhm. Also das letzte Mal war es so schlimm, dass er auch sich in die Toilette gesperrt hat. Dass er also von mir weggelaufen ist. Mhm. Also du hast jetzt so Erklärungsansätze geliefert und das auch in Richtung Krankheit
Ich mache jetzt da keinen Unterschied, ob ein Mann eine Frau schlägt oder eine Frau. Ich finde das beides als gleichermaßen schlimm. Ich würde jetzt, würde jetzt mit einem Mann genauso umgehen, wie ich mit dir jetzt spreche. Ja. Und ich meine, du hast ja, der Vorteil ist ja, wir wollen es mal von der positiven Seite sehen. Der Vorteil ist, dass du es bereust. Der Vorteil ist, dass du sagst, ich kann da nicht gegen an, es überkommt mich so. Mhm. Und der Vorteil ist auch, dass du sagst, es ist eigentlich völlig unbegründet. Mhm. Ne? Also du siehst dich ja schon sehr selbstkritisch. Ja. So, jetzt muss aber dann daraus noch was Neues folgen. Nämlich was? Weiß ich nicht. Ja, dass du etwas mit dir, wenn du es alleine schon nicht schaffst, du alleine schaffst es ja nicht, Simone, dich in den Griff zu kriegen, dann musst du in eine psychotherapeutische Behandlung. Ja, also ich bin schon über Jahre hinweg wegen meiner Depression behandelt worden. Nur das habe ich nie also zur Sprache gebracht. Ich habe es einmal erwähnt, aber da wurde nicht drauf ist nicht drauf eingegangen. Mhm. Was war das für eine Behandlung? Warst du bei einem Arzt, bei einem Psychiater, bei einem Therapeuten, bei einem Psychologen? In seiner Tagesklinik. Also das ist, da geht man morgens hin, mittags und verbringt, also das macht man 5 Tage die Woche. Mhm. Und ja, ist praktisch, als wenn man zur Arbeit geht. Also man geht da morgens hin, kriegt dann Therapiestunden. Kenn ich ja. Mhm. Was waren das für Therapiestunden? Waren das so Gespräche, die du mit jemandem geführt hast? Mitunter, es waren Gespräche, es waren aber auch so Gruppensachen, zum Beispiel wie Bewegungstherapie, den Körper wahrnehmen und solche Sachen, Entspannung und so. Ja. Gut, dann war das vielleicht, dann ist dieses natürlich, vermute ich mal, nicht genau zugeschnitten auf das, was dich eigentlich beschäftigt in diesem Moment. Mhm. Und vor allen Dingen sagst du ja selbst, dass du das da gar nicht thematisiert hast. Nein, nicht wirklich. Also weil es zu Anfang auch nicht so extrem war irgendwie. Du läufst natürlich Gefahr, Simone, dass dieser Junge, der jetzt noch sehr geduldig da steht und nichts sagt oder sich einschließt in der Toilette, dass der auch irgendwann wortlos geht. Und dass du den verlierst, dass du deine Liebe verlierst. Ja. So. Wir bekommen jetzt auch ein Kind zusammen. Umso dramatischer wäre es, wenn er geht. Mhm. Und umso dramatischer wäre es, wenn du dich vielleicht irgendwann auch dem Kind gegenüber so verhältst. Ja. Wer weiß. Ja. Also alles ganz schwerwiegende Gründe, dass du mit dir etwas machen musst. Mhm. Ich weiß. Und es tut mir auch unendlich leid. Und entschuldigst du dich bei ihm eigentlich immer danach? Ja, also ich schäme mich. Ich schäme mich sehr dafür. Mhm. Sehr. Hat er dich denn noch nicht animiert? Hat er denn nie gesagt, ja, na gut, für deine Entschuldigung kann ich mir auch nichts kaufen auf Dauer. Warum unternimmst du nichts? Sagt er das nicht? Nein. Er ist ein ganz duldsamer, habe ich den Eindruck. Mhm. Ja. Und das ist eben das Schlimme an der Sache. Er ist wirklich, er tut alles für mich. Er trägt mich auf Händen und ich, ich trete mit Füßen praktisch. Mhm. Ne? Aber auch die ganz duldsamen sagen irgendwann nein und gehen. Und dann ist die Katastrophe für dich da. Mhm. Da habe ich auch wahnsinnige Angst vor. Mhm. So, aber das muss ja alles nicht so kommen. Ich sage nochmal, dass die Grundvoraussetzungen bei dir ja top gegeben sind. Dass du bist eigentlich motiviert, du bist selbstkritisch, also ist es alles da. Jetzt musst du eigentlich nur in die Hände von einem guten Therapeuten. Ja. Und dann könnt ihr gemeinsam das erarbeiten. Mhm. So, und ich versuche, oder wir werden versuchen, gleich mal ein Psychologe, dir ein bisschen behilflich zu sein beim Einfädeln einer solchen Therapie, beim Finden eines Therapeuten. Mhm. Okay? Okay. Ja. Wir rufen gleich wieder an. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Bevor es mit Sonja weitergeht, möchte ich euch sagen, dass wir heute anlässlich des kleinen Ehrentages für uns, für das Team, für die Sendung, zwei Sendungen im Anschluss hier an diese Live-Sendung im Fernsehen wiederholen, zwei Domian-Klassiker. Also es gibt im Fernsehen dann noch zwischen 2 Uhr und 4 Uhr Domian zu sehen. Dann aber bitte nicht anrufen, weil das aufgezeichnete Sendungen sind, also Sendungen, die wir schon mal gesendet haben. Sonja, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sonja. Ich bin ein bisschen nervös. Welche Frau ist es, vor der du Angst hast? Meine Stiefmutter. Deine Stiefmutter? Mhm. Ja. Warum? Erzähl mal ein bisschen. Fällt mir ein bisschen schwer. Ja, also ich sag mal einfach so, sie hat mich 16 Jahre lang misshandelt. Mhm. Wie alt warst du als... Ich war 8 Monate und meine leibliche Schwester war... 1,5 Jahre, mein leiblicher Vater sie geheiratet hat. Und deine leibliche Mutter, wo war die? Weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ich kenne sie nicht. Das hat dein Vater dir auch nie erzählt, warum damals
Sie, er ist ein bisschen kompliziert. Er ist 98 an Lungenkrebs gestorben mit 50. Mhm. Ich weiß nichts über meine Herkunft. Mhm. Also auf jeden Fall, du warst ein Baby. Ja. Und da kam diese fremde Frau schon. Ja, und ich habe sie immer ab... Also also was ich von Erzählungen weiß, ich habe sie immer abgelehnt. Meine Schwester war, also ich habe noch eine leibliche Schwester, ich habe noch zwei Stiefbrüder, die sind aber später gekommen. Mhm. Ich habe sie immer abgelehnt. Mhm. Und mit allem gezüchtigt, was nur irgendwie geht, was greifbar war. Ja, ich habe dich nicht so richtig verstanden. Du hast sie immer abgelehnt? Ja, ich habe sie immer abgelehnt. Ich weiß nicht, vielleicht vom Intuitiven her. Also, So, jetzt bist du aufgewachsen mit dieser Stiefmutter oder ihr aufgewachsen. Ja, Und die Erinnerungen, fangen ja so bei den meisten Leuten so bei 4-5 Jahren an. Wenn du dich so zurückerinnerst, wie ist diese Frau dir so im Gedächtnis von frühester Kindheit an? Schläge. Also sie hat dich als Kleinkind auch schon geschlagen. Ja. Ich bin nichts wert, ich kann nichts. Und es begleitet mich in meinem Erwachsenensein, sage ich einfach mal, immer noch weiter. Ich habe gestern die Sendung gesehen, wo auch sehr viel über Angst und Panikattacken erzählt worden ist. Ja. Und das begleitet mich zusätzlich dazu. Also ich habe zwei Therapien hinter mir, ja. Aber ich habe Angst vor dieser Frau. Lebt diese Frau noch? Ja. Ja? Ja, leider. Also du hast 16 Jahre dann bei dieser Frau gelebt. Ja, ich weiß noch, hört sich das Bild an, sie war dann irgendwann mal in Kur mit meinen Stiefbrüdern, hat dann da jemanden kennengelernt, hat einen Kurschatten gehabt und mein Vater ist schon ziemlich ausgeflippt und ja, normalerweise sollte ein Mann eine Frau nicht schlagen. Und ich habe gesehen, wie mein Vater diese Frau geschlagen hat und habe gedacht, so hau sie nochmal für mich mit. Mhm. Gib ihr alles das zurück, was sie mir angetan hat. Wie hat denn dein Vater darauf reagiert? Wie ist er damit umgegangen, dass sie sein Mädchen, also dich, geschlagen hat, Alia? Ja, er war damals dankbar. Also ich denke mal, Anfang der 70er Jahre war es halt, Sorgerecht für zwei Mädchen zu bekommen, war schon sehr schwer. Ach so. Ja, mein Vater hat Sorgerecht für mich und meine Schwester beantragt. Und ja. Hat uns mehr oder weniger, ich sag mal, die Anfangsmonate alleine großgezogen. Und soweit ich weiß, hat mein Vater meine Stiefmutter über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Und ich denke mal, er war damals sehr dankbar. Dass da überhaupt eine Frau war, die ihn geheiratet hat mit zwei Mädchen? Ja, überhaupt. Dass er überhaupt eine Frau war, die ihn genommen hat. Aber dennoch, er hat das denn ja in all den Jahren mitbekommen. Nee, ich weiß es nicht. Hast du es ihm denn nicht erzählt? Hier, Papa, das macht er. Ich hatte Angst. Domian, wenn man 5 Minuten zu spät von der Schule nach Hause gekommen ist. Bei der Holzlatschen, ne? Sag mal noch ein paar andere Beispiele. 5 Minuten zu spät aus der Schule, Holzlatschen. Holzlatschen in den Rücken geschlagen wahrscheinlich. Ja, klar, sicher. Ja. Sag mal noch ein paar andere Beispiele, was sie gemacht haben. Ja, also was ganz Gravierendes, meine Schwester und ich, wir sind sonntagsabends um 6 spätestens 6:30 ins Bett gegangen, weil wir Angst vor unserer Mutter hatten, also vor unserer Stiefmutter hatten, von dieser Frau. Weißt du, was sie gemacht hat? Wir sind ins Bett gegangen, haben gesagt, okay, wir stehen und schlafen. Nein, die hat uns nicht in Ruhe gelassen. Die sind in unser Kinderzimmer reinmarschiert. Sonntagsabends, so gegen 9, 10 Uhr, wann sie ihren Frust hatte, hatten so Schultoilette leer gemacht. Was hast du leer gemacht? Schulranzen. Schulranzen. Leer gemacht, die Hefte zerrissen. Wie gesagt, das ist unordentlich geschrieben. Hat diese Regal, die man so kennt, wo Bücher drin stehen und Spiele, hat die ausgekippt. Kleiderschränke, die Klamotten rausgerissen und wir durften bis 3, 4, 5 Uhr morgens durften wir die Sachen machen. Wir durften unsere Schulliste nur schreiben. Und es war nicht nur einmal im Monat, es war 2 oder 3 Mal. Aber solche Aktionen hat auch dein Vater eigentlich, euer Vater, mitbekommen? Hat er nicht mitbekommen, der hat Schichtdienst gearbeitet, der hat nebenbei noch gearbeitet. Das heißt, sie hat deine Schwester, deine leibliche Schwester, auch so schlecht behandelt? Ja, aber ich bin trotz allem die Stärkere von uns beiden. Ich kann es nicht anders beschreiben, meine Schwester ist so ein Sie ist so ein Frostesser und also sie ist einen halben Kopf größer als ich und bestimmt 100 Kilo schwerer als ich. Ja. Und ich habe versucht, alles durch Power wegzumachen. Du bist in der Schule, ich habe mein Abi gemacht, ich habe meinen
gute Lehre gemacht, ich habe immer gearbeitet, habe wohl zwischendurch mein Kind bekommen. Sag mir mal, wie das dann weiterging. Bist du dann mit 16 freiwillig aus dem Elternhaus raus? Mhm. Ja. Wie sieht's denn? Zu einem Freund, der mich geschlagen hat. Bitte? Zu einem Freund, der mich geschlagen hat. Mhm. So, und dann, ich habe es meiner Schwester erzählt. Die hat dann auch damals nicht mehr zu Hause gewohnt, weil sie eine Lehre gemacht hat als Krankenschwester. Mhm. Hat es meiner Stiefmutter halt erzählt und dann mein Vater hat es irgendwie mitbekommen. Und dann haben sie mich zurückgeholt, und also mein Vater. Und ich war unerwünscht zu Hause. Meine Stiefmutter hat mir permanent gesagt, ach, du bist eine kleine Schlampe. Wie lange warst du dann noch zu Hause? Nicht mehr lange. Dann habe ich meinen Nochmann kennengelernt. Mhm. Der dich aber hoffentlich nicht geschlagen hat. Ach, nach 3 Monaten war ich schwanger. Mhm. Gut, das ist ja noch keine Antwort auf meine Frage. Er hat dich hoffentlich nicht geschlagen bis heute. Nee, das hätte ich mir... Nein. Mhm. Also ich lebe auch nicht mehr mit ihm zusammen. Sonja, jetzt sagst du, die Frau lebt noch. Wie gibt es einen Kontakt zwischen dir und dieser Frau ab und zu? Ja, mein Vater ist 98 gestorben. Und dann gab es ziemlich heftig hier mit Polizei und Drohungen und Morddrohungen und den ganzen Kram. Weil ich bin die leibliche Tochter meines Vaters, und als mein Vater mit 50, mein Vater ist mit 50 gestorben an Lungenkrebs, das ist noch viel, ziemlich schlimm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will damit gar nichts zu tun haben. Und deshalb habe ich einfach gesagt, komm, will ich nicht. Und dann irgendwann musste halt der Anwalt eingeschaltet werden, weil die Drohungen halt so massiv waren. Mhm. Wäre dein Wunsch jetzt auch zu sagen, ich will letztendlich mit der Frau Niel was zu tun haben? Ich würde mir wünschen, mit ihr reden zu können. Mhm. Sie hatte vor 2 Jahren nochmal angerufen, Weihnachten, unter Tränen, und es tut mir alles so leid. Mhm. Nur das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht in so sentimentalen Zustand. Mhm. Ich möchte ihr Vorwürfe machen. Mhm. Weil sie hat mir, in Anführungsstrichen, mein Leben versaut. Mhm. Ich stehe meine Frau im Leben, aber sie hat mir mein Leben versaut. Bist du denn, du hast gerade auch so eine Andeutung gemacht, dass du Angstattacken hast und dass ganz massiv. Bist du in Betreuung irgendwo? Ich war ja in Tagesklinik. Aber das ist, ich esse lieber morgens ein Brötchen als 5 Tabletten. Mhm. Ich habe 2 Therapien, aber es waren nicht die richtigen. Ich habe letztes Jahr in Therapie angefangen, und ich habe die Rückstundenzahl von der Krankenkasse genehmigt bekommen, was schon sehr viel sagt. Ich würde nämlich gerne mal vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen und gerade über diesen Punkt noch ein bisschen detaillierter uns unterhalten, was man vielleicht tun könnte, damit du zumindest auch so psychisch etwas stabilisiert wirst. Mhm. Lass uns das mal machen. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, Sonja? Du hast eine tolle Sendung. Alles Liebe, Dankeschön. Okay, tschüss. René, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo René. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch für dein Bundesverdienstkreuz. Dankeschön. Mein großes Problem ist, ich habe eigentlich Angst vor jeder Frau, mit der ich eventuell eine Beziehung anfangen könnte. Und zwar ist das dadurch gekommen, dass ich mit 17 Jahren viel mit Tarotkarten zu tun hatte, auch selber gelegt hatte und eine Frau kennengelernt hatte, die mir aus der Hand gelesen hat. Mhm. Und mich halt gewarnt hat vor einer dunklen Frau, was nichts mit der Haarfarbe unbedingt zu tun haben muss, sondern einfach von der Seele her. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich eine Frau kennenlerne irgendwo und da kommt irgendwie, jetzt nur ein blödes Beispiel, ich bin eine Hexe oder so, das tue ich dann direkt ins Negative umsetzen und kann nichts mehr machen. Das finde ich zum Beispiel das Schlimme an diesen Vorhersagen. Ja. Deswegen sage ich meinen Leuten, lass das doch sein. Ja, ich war ja gar nicht drauf erpicht, ne? Ich war Neugier, und das hat sich so tief eingebrannt. Mhm. Das kann so eine Macht in einem gewinnen, ne? Ja. Und auch so eine autosuggestive Macht entwickeln. Ja. Du bist 34 Jahre alt, das heißt, dass du immer, seit wie vielen Jahren geht das jetzt so? Seitdem ich geschieden bin, ich bin ja auch alleinerziehender Vater, habe also da in der Hinsicht sowieso schon keine gute Erfahrung gemacht. Ja. Ich ziehe meinen Sohn seit der Geburt alleine groß. Und habe also nur noch Panik. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll, weil... Wann bist du geschieden worden? Och, das ist schon jetzt 11 Jahre her. Mein 11 Jahre. Also, da muss es jetzt irgendeinen Trick geben, der diese immer größer gewordene Angst irgendwie bricht. Ja, klar, aber das Problem ist, ich habe ja noch wenigstens so viel, so labil bin ich ja nicht, aber ich versuche dann halt immer irgendwo noch zu sagen, ja okay, das wird schon nicht so sein, und die letzte Beziehung, das war dann ganz bestimmt die dunkle Frau oder was. Ja, aber es funktioniert ja nicht. Du bist ja nicht befreit davon. Nein, ich komme nicht mehr da raus, das ist mein Problem. So,
Und das beraten wir jetzt gleich auch nochmal, wenn wir dich gleich nochmal anrufen, weil diese Live-Sendung gleich zu Ende ist. Ja. Okay, leg mal auf, wir rufen gleich wieder an. Ich bedanke mich. Tschüss, bei dir. Tschüss, René. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, das war's live von uns. In der Technik war Jens Diegel. Und jetzt im Anschluss an diese Live-Sendung gibt es im WDR-Fernsehen noch 2 Stunden Domian. 2 Stunden Domian-Klassiker mit ein paar sehr interessanten Sachen, sehr interessanten Gesprächen. Ich sag nur Stichwort Katzenfrau, das werdet ihr gleich hören. Ich bedanke mich heute jetzt hier live fürs Zuschauen und wünsche euch für die nächsten 2 Stunden noch interessante Stunden, 2 interessante Stunden. Live morgen wieder 1 Uhr Radio 1 live und WDR-Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.